Es gibt noch einmal Sommer für alle bei uns in Deutschland und wir können uns es wirklich noch mal gut gehen lassen, entweder in der Eisdiele oder einfach draußen im Park. Auch die Freibäder haben ja zum Teil noch geöffnet und die Naturseen, die sind zum Teil noch ordentlich warm mit rund 17 bis knapp 20 Grad. Das Hochhermelinde zieht sich allmählich in Richtung Osten zurück, aber da gibt es immer noch dieses Ablegehoch hier knapp nordwestlich von uns. Dementsprechend werden die kommenden Tiefdruckgebiete, die auf dem Atlantik lauern und hier bei der Iberischen Halbinsel noch zurückgehalten. Die Temperaturen bleiben sowieso noch anständig hoch für die Jahreszeit. Nur diese morgendlichen Nebelschwaden, die deuten an, dass wir eben in der Jahreszeit schon weit fortgeschritten sind. Nebelfelder zum Beispiel hier in Vorpommern, dann auch in den Flussniederungen hier in der Mitte und im Südosten Deutschlands. Ansonsten außerhalb davon viel, viel Sonnenschein, vielleicht ein paar Wolken im äußersten Norden und Nordwesten. Schleierwolken in der Mitte, die verschwinden dann und machen wieder ungestörtem Sonnenscheinplatz und insofern auch am Nachmittag wirklich fast alles tipptopp bei uns, nur im Norden und im Nordosten wieder ein paar lockere Wolkenfelder und ein paar Quellwolken über den Alpengipfeln rüber bis zum Südschwarzwald sollte alles absolut harmlos bleiben. Das bedeutet 10 bis 13 Stunden Sonnenschein noch einmal insgesamt und die Temperaturen, die schießen förmlich nach oben. Schon im Laufe des Vormittags kann man es draußen im T-Shirt aushalten, am Nachmittag sowieso 22 bis 29 Grad, die 29 Grad am Oberrhein, an der Saar und auch zum Teil an der Mosel. Das sind die höchsten Werte. Und die gefühlten Temperaturen sind sowieso höher, weil der Wind nur schwach unterwegs ist aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Bleibt nur zu erwähnen, dass im Alpenvorland der Ostwind zum Teil wirklich auffrischt.